Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur zweiten bzw. zu den Back 9 der zweiten Runde hier bei der California. Jetzt habe ich sogar den Namen vergessen. California Classic, das ist der Name des Turniers. Jetzt bin ich ja doch ein bisschen standig jetzt gerade oder saß ich, muss man eher sagen, auf dem Schlauch. So, Runde 2, Conferry Tour, California Classic und wir spielen den wunderschönen Riviera Country Club. Und die Scorekarte zeigt, dass wir wieder ganz gut eigentlich im Lauf sind. Wir haben 2 Birdies und 7 Pärchen gespielt. Zugegebenermaßen um das eine oder andere mussten wir ein kleines bisschen kämpfen. Aber wenn wir aufs Leaderboard schauen, dann sehen wir, dass wir unseren Vorsprung nicht ausgebaut haben, aber wir haben ihn behalten und wir sehen auch, wo die anderen schon sind. Jupp, da werden uns nicht allzu viele einholen können und ich bin mir sicher, der Projected Cut ist bei plus 2, dass wir den diesmal ohne Probleme erreichen werden und nicht so schwitzen müssen wie in Wolf Creek. Okay, wir haben hier als erstes auf den Back 9 die 10 mit einem 301 Yard langen Par 4. Das ist aber so richtig schön drivable, aber hier muss man jetzt sagen, arbeitet der Wind gegen uns, wobei aber die Fahne in Mitte grün steckt. Mit dem Driver würde ich hier eigentlich jetzt auch nicht gerne arbeiten, sondern wieder auch mit dem Holz. Aber diesmal haben wir natürlich keinen Rückenwind. Hatten wir Rückenwind in der ersten Runde? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall arbeitet der Wind gegen uns. Wir sollten aber schauen, dass wir Richtung Bunker und dann der Wind uns den Ball ein bisschen nach links rüber trägt. Und dann versuchen wir diesmal vernünftig drauf zu pitchen. Denn ich erinnere mich, das war in der ersten Runde kein guter Pitch. Da haben wir hinten rausgepitcht. Okay. Ich denke, so können wir es versuchen. Ich hoffe, dass er ein bisschen links rüber rollt, damit wir nicht den ganzen Bunker vor uns haben. Ja, schauen wir nochmal. Ja, es hilft uns aber auch nichts, wenn er den linken Bunker hier reinrollt. Okay. Also gut, die Back 9, zweite Runde Riviera Country Club. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. So, die Kurve passt soweit, wenn er noch 2-3 Meter rollen würde. Okay. So. Ja, das Problem ist halt, dass wenn der hier aufkommt, dann sprennt der auf jeden Fall sofort nach links und wir haben hinterm Stock keinen Platz. Soll ich wirklich wieder pitchen? 38, wenn dann auf jeden Fall auf 30. Und auf jeden Fall ein bisschen weiter links, rechts. Ah, wir gehen nochmal ein bisschen runter. So. Und ein bisschen hoch anpitchen. Ja, ich will ihn doch lieber etwas kürzer. Könnte wetten, dass er jetzt überhaupt nicht rollt. Naja, okay. Nee, oder? Der rollt wieder runter? Nein, komm, bleib. Okay, sehr schön. Ja, das ist... Kein einfaches Grün, überhaupt gar kein einfaches Grün. Das ist vor allen Dingen eben durch diesen Buckel auf der rechten Seite. So, oben ist nicht mehr so viel Break, aber hier am Anfang haben wir Break. Ja, trotzdem ein bisschen weiter oben. Ja, der Break ist, ja, das ist halt schon wieder eine ganz gefährliche Sache hier, dass man das Gefühl hat, der geht sofort links weg vom Schlägerkopf. Okay. Komm. Yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he draws 3 shots clear on this Friday.
Again, here's a hole where you know instantly you're at Riviera. 583-yard 11th. It's the second par 5 on the course, but you look at those eucalyptus trees lining both sides of the fairway. That's Riviera. And then the grass barranca, which is a couple of hundred yards from the green. You have to factor that in on your second shot. Terrific hole. Ja, hier haben wir jetzt diese kleine, ich sag mal, Allee. Wir haben links und rechts Bäume. Und da müssen wir schauen, dass wir wirklich mit dem Drive sauber liegen. Aber wir haben jetzt richtig, also wir haben Rückenwind und im Prinzip auch gerade. So, das Ganze fällt aber ein bisschen nach rechts ab. Also das heißt, lieber ein bisschen auf die linke Seite des Fairways. Und es ist ja ein Paar 5. Okay. Okay. Ja, noch ein bisschen links. Ja, startet rechts. Ja, der ist ein bisschen arg weit rechts. Aber gut, wir können den ja auch cutten. Ja gut, 285 ist ein bisschen lang für den zweiten. Da kommen wir nicht aufs Grün. Ja, obwohl, wir können den schon, dass er reinrollt. Aber wie kriegen wir den reingerollt? Ah, das ist schwierig. Wir müssten natürlich schon die Kurve spielen. Aber es darf auch nicht zu viel Kurve sein. Und ich sehe da oben schon wieder irgendwelche Blätter. Ja, das spielt keine Rolle. Okay. Ein bisschen mehr rechts und ein bisschen mehr Kurve. Ein bisschen mehr rechts. Die Kurve nimmt er an. Jetzt schauen wir mal, wo er landet. Und ob er dann reinrollt. Er rollt rein. Nein, er rollt. Er rollt rein. Und jetzt bleibt oben liegen. Ja, okay, sehr schön. Das wird zwar ein Monster-Putt. Two putts likely always looking for this, an extremely long look at Eagle. So, wenigstens haben wir mal wieder unseren Caddy gesehen. Ach du Schande, das geht jetzt wieder 2 Fuß hoch und das heißt, da sollte man am liebsten wieder pitchen. Okay, schauen wir mal. Also, das heißt, wir brauchen hier 90. Ja, wir brauchen 102, 105, mindestens. Ja. So, das Ganze bewegt sich überwiegend. Ja, okay. Das Ganze bewegt sich überwiegend. Ja, am Ende bewegt sich es gar nicht mehr groß. Schauen wir nochmal. Ah, doch, da vorne ist eine kleine Welle. Da drückt es alles wieder nach links. Aber hier am Anfang geht halt natürlich erstmal alles nach rechts rüber. Okay, deswegen machen wir diesen. Und außerdem ist es ja, wie gesagt, die Länge ist jetzt entscheidender als eigentlich die Richtung. Also der wird hier die ganze Zeit nach rechts rüber gehen. Okay. Okay, da würde ich doch sagen, das ist ein ordentlicher Putt. That is something special right there. From that far away, to gauge that speed, that is so well done. Ja, da haben wir doch tatsächlich die Speed richtig eingeschätzt und fast pin-high gespielt. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir uns auch belohnen, 2 inches down, mit dem Birdie. Wir haben ein bisschen, okay, Break. Sehr schön. Good start to this backside. Back-to-back birdies here at 10 and 11. And he's now the leader by 4 here on this Friday. Up next, a toughie, the 479-yard par 4 12th. It is a gentle left to right, so fading the ball is encouraged. Up near the green, beware of that lone sycamore tree known as the Humphrey Bogart tree, so named because he loved watching golf. And relaxing under its shade. Humphrey Bogart Tree. Okay, wir haben Gegenwind und wir sollen den reinfaden. Das ist die Empfehlung. Ja, Herr Kollege, dann machen wir das doch.
Denn so viele Optionen haben wir da gar nicht. Dann von der Länge her. Wir werden auf jeden Fall den reinfaden. Okay. Denn er wird auf jeden Fall auch kürzer bleiben. So, hat er die Kurve angenommen? Okay, das passt soweit. Looking for a strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend. And that, another good drive here. He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. Oh, das bereitet mir wieder etwas Bauchschmerzen. Eisen 5, aber wir haben etwas Gegenwind. Aber so wild ist das mit dem Gegenwind eigentlich meistens gar nicht. Wir können den natürlich ein bisschen reinfäden, damit wir hier Luft haben. Damit er uns hier vorne nicht hängen bleibt. Aber dazu müssten wir halt an dem Baum hier vorbei. Ja, das ist kein Problem. Der Baum ist kein Problem. Eisen 6, Eisen 5, höher angespielt. Ja, da müsste er doch hier drüben irgendwo zum Liegen kommen. Vor der Fahne. Also er dürfte eigentlich nicht so weit nach hinten reinfliegen. Okay. Ja. Ein bisschen überschwungen. Overswing. Ja, komm, bleib, 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 bleib. Oh, der rollt aber auch echt weg. Ah. Well, that one didn't work out. Didn't look bad in the air. It hit the green, but didn't sit. Yeah, it was never gonna stop. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum er sich da so freut. Ich glaube, das fällt jetzt auch wieder unter falsche Animation. Das ist wieder so ein verdammter Pitch, der uns dann vom Fairway rollt, beziehungsweise vom Grün rollt. Ach, und wir können keinen Texas Wedge machen, ne? Okay, Flop. Dann ist der Flop für uns der richtige Schlag oder der Schlag der Wahl. Interessanterweise sind wir ja meistens wieder mal rechts vom Stock mit dem Flop. Okay, wir versuchen es mal so. Ja, ist klar. Gut, rollt noch ein kleines bisschen hin. One of the hardest things in golf is to turn three shots into two. And with that beautiful use of the flop shot, it's a good chance really to get up and down. Also jetzt fand ich auch gerade ein bisschen, die Animation war ein bisschen übertrieben, weil der ist noch nicht drin. Ein Inch down, linke Lochkante, definitiv, weil da tut sich was, da tut sich was. Es geht ein bisschen nach rechts und vorne auch. No missteps there. It is a par here at 12. It'll hold tight at minus 13. So, wir haben vier Schläge Vorsprung. Das ist gut. Well, here's the genius of the design at Riviera. Number 12 was asking you to hit a little bit of a fade. 13, well, they're telling you to hit a draw. That's a good golf course when you have to work the ball both ways. This is a really tough driving hole. Yep, da hatten wir eben die Bahn davor, da brauchten wir den Fade, hier brauchen wir den Draw und so wie er eben sagt, yep, da braucht man eben beide Kurven für diesen Platz. Sehr schön. Also auch hier haben wir wieder Gegenwind, also können wir gar nicht allzu viel tun. Das heißt, wenn wir den gerade hier reinschlagen, wird er höchstwahrscheinlich sowieso da vorne verhungern. Wir kommen gar nicht um die Bäume rum. Wir werden den trotzdem ein kleines bisschen drohen. Wichtig ist halt nur, dass wir da oben nicht an den Ästen hängen bleiben. Okay. Gut. Ah, er läuft uns rein. Das heißt, wir verlieren. Okay. Schade, schade, schade. Just got away a little bit on that tee ball. Not in the fairway, but not a real problem here at the 13th. Getting set to play his second shot. So, wir haben also Gegenwind. Das macht ungefähr so viel aus. Und dann haben wir 89 bis 97. Und das heißt, wir haben keinen Spin. Eisen 7. Ich überlege gerade, wenn er wo aufkommt, wie er dann rollt. Ja gut, er wird ja gerade laufen und dann wird er nach hinten durchlaufen. 91 bis 98, machen wir 95.
Okay, der Wind wird ihn kürzer machen. Auf der anderen Seite wird er rollen, weil er keinen Spin hat. Und das Ganze geht nach links etwas. Aber ich will nicht zu weit links, weil sonst rollt er uns da hinten dieses rote Teil hier links runter. Das wollen wir gar nicht. Wie gesagt, alles, was immer ein bisschen kompliziert ist, sollten wir uns versuchen, ein bisschen auf die sichere Seite. Denn am Schluss ist ein Pärchen immer noch besser als ein Bogie. Okay. Ja, der kommt hoch rein. So, und ja, die Länge war gut. Und die Richtung war ungefähr die, die wir auch anvisiert hatten. Okay. Well, and he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Ja, am Anfang weniger, gegen Ende ein kleines bisschen mehr. Das ist so ein kontinuierliches langsam rechts rüberlaufen. Ja, da gehen wir mal so. Und noch ein bisschen kürzer. Und wenn wir etwas kürzer gehen, müssen wir ein bisschen mehr nach links, weil er dann mehr bricht. Komm, 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 komm. Ah, schade über die Kante. Das war dann doch wieder etwas zu viel. There's 5 feet left. So, da sollte jetzt wieder nicht viel passieren. Level. Bisschen mehr Gas, bisschen mehr Speed über links. Well judged, that is in for par here at 13. And he'll remain well in control of this tournament. Onward now to the 14th, a par 3 at 192 yards. Flanked by bunkers, this green is wider than it is deep. Making it important to get one up in the air and stop it quickly. So, die Fahne steckt diesmal links. In der ersten Runde steckte sie ganz rechts hinter dem Bunker, diesmal links. Aber wir schauen jetzt nochmal kurz aufs Leaderboard, denn ich glaube, da hat der gute Vega einen Schlag verloren. Auf jeden Fall haben wir jetzt 5 Schläge Vorsprung und der ist auch eine Bahn vor uns an der 14. Ansonsten ist eigentlich fast alles jetzt schon drin. Hier ist noch jemand an der 16 mit minus 5. Okay, und dann tut sich eigentlich, wie gesagt, nach dem Herrn Vega, Efren Vega, tut sich dann vieles oder danach nicht allzu viel. Da haben wir guten Abstand. Okay, das lässt mich alles optimistisch, aber es ist wie immer, wie gesagt, wir müssen konzentriert bleiben. Wir müssen die Bälle hier ins Loch bekommen. Es geht runter, wir haben etwas Gegenwind. Wir werden auf jeden Fall das Eisen 7 spielen. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich jetzt gerade nochmal überlegen. Also wir haben leicht Gegenwind. Das wird jetzt nicht so viel ausmachen. Aber das Eisen 6 ist halt so ein Eisen, was überhaupt nicht zum Liegen kommt. Eisen 7. Mitten rein. Man sieht, hier ist da eine Welle, glaube ich. Oder ist hier die Welle? Nee, hier ist die Welle. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier den Ball zum Liegen bringen. Hier muss er hin. Auf der anderen Seite geht es auch ein Stückchen runter. Okay. Okay, er geht jetzt direkt auf die Fahne. Ah! Nope, that's into one of the two bunkers left of this 14th green. Und er freut sich wieder. Gonna have to give this a pretty good thump. So, wir spielen immer gerne den Pick. Und den würde ich gerne hinter den Stock spielen. So. Weil wir haben 6 Feet hoch. Ich meine, im Prinzip ist es dann alles relativ einfach. Okay. Also einfach ist immer relativ. Aber es ist ja so, dass hier wirklich dann alles plan ist. Oh. Hä? Okay, safely on the putting surface out of the sand. Would maybe like to run that. Das leuchtet mir jetzt nicht ein, warum der so weggeflogen ist.
Okay, nochmal schauen, was haben wir hier? Ganz leichtes Break. Okay, ein bisschen mit mehr Schmackes. Über rechts. Ja, der muss brechen, der muss brechen. Okay, good putt. And a par here at 14. And that's going to keep this large lead right where it is. The 15th hole here at Riviera at 487 yards of par 4. It is the number 2 handicap hole, so that can speak to its difficulty. The one well-placed bunker at the elbow of the dogleg must be avoided, and the green is believed by many to be the toughest to read on the course. Ja, das ist eine Bahn, die jetzt nicht ganz so einfach zu spielen ist, zumal sie auch jetzt mit Rückenwind, mit Gegenwind. Das heißt, im Prinzip müssen wir jetzt hier dann doch Richtung Bunker spielen. Wir werden vermutlich nicht um den Bunker herumkommen. 276, 462, oh ja, dann ist es auf jeden Fall noch eine ganz schöne Länge. Und wir haben nicht die Länge jetzt, um über den Bunker zu kommen. Das wäre natürlich gut, wenn wir hier drüber spielen könnten. Aber ich bin der Meinung, ja genau, er zeigt an, dass wir dann hier am Baum hängen bleiben. Okay, so. Ach was, nee, jetzt bleiben wir nicht hängen. Das sollte eigentlich jetzt nicht passieren. Wir müssen halt gucken, dass wir möglichst hier am Bunker vorbeikommen. Ja. Okay. Jetzt zieht er nach rechts. Ja, ich habe auch bös verrissen. Springt er in den Bunker oder bleibt er noch auf dem Gras liegen? Komm, bleib. Ah, oh, jetzt rennt er noch ins Rough. Wayward from the tee. And this one is headed for the rough, Frank. Yeah. See what he can do with this one. His second at the 15th. Just want to avoid the flyer lie coming out of that rough. Okay, wir haben etwas Gegenwind. Es geht ein bisschen nach unten. Das Problem wird sein, dass wir kein Backspin haben, beziehungsweise dass uns der Ball nicht liegen bleibt. Also wir müssen ihn auf jeden Fall etwas länger spielen. Weil wir nur 88 bis 96, er wird auf jeden Fall kürzer bleiben, haben dann aber auch noch. Okay, Eisen 5 ist zu lang und wird auf jeden Fall durchrollen. Wir müssen Eisen 6 spielen, definitiv. Yep, und dann Schmackes. Vielleicht versuchen, den ein bisschen reinzufaden, dass er eine Kurve hat. Ja, okay, dann schauen wir mal. Kurve nimmt er, aber ich hoffe, er nimmt sie nicht zu sehr, dass er wieder im Bunker landet. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber die Kurve war auf jeden Fall stärker als geplant. Okay. 3 Inches bergab. Es geht bergab. Am Anfang noch nicht. Und dann fängt er an, drüben rüber zu ziehen. Und zwar deutlich, wenn er langsam wird. Also machen wir hier ein bisschen mehr. Ja, der wird auf jeden Fall dann rumkommen, denke ich. Ja, ein bisschen weniger. Sauber! Oh, yes, a perfect putt there. It is in for birdie. Here at 15. And the lead swells to 6 here on this Friday. The 16th hole at Riviera, the final par 3 of the round. It's a tough one at 166 yards. Hit it anywhere on the putting surface, you'll likely be just fine. Miss, and you're almost certain to be in one of the 4 bunkers framing the entirety of the green. So, wir haben natürlich wieder Gegenwind. Wir haben Gegenwind, das heißt, wir müssen auf jeden Fall so versuchen, nach hinten reinzukommen, aber das Eisen 8 bleibt schnell liegen. Ja, der Wind drückt ihn ein bisschen rüber nach rechts, da haben wir keine Probleme mit den Bäumen und mit den Ästen, so wie es aussieht.
Ja, da ist auch genügend. Ja, doch, der macht da irgendwas. Irgendwas versucht er mir hier zu erzählen. Okay. Vielleicht doch ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall wäre hier genügend Platz, um eigentlich das Grün zu erreichen. Ah ja. Ah ja. Irgendwas ist da. Irgendwas stört ihn. Irgendwelche Blätter. Also das heißt, wir müssen doch weiter... Ja, oder wir müssten halt dann doch einen Draw spielen. Okay. Wir versuchen es so. Und ein bisschen dagegen zu drawen. Oh, das war ein bisschen overswinged. Aber der wird ja hoffentlich aufs Grün kommen. Ja. Okay, wir sind auf dem Grün. 21 Fuß bis zum Stock. Das ist okay. Chance now for another birdie. Okay, 2 inches bergauf. He had no problem with his reads all round long, so this shouldn't be too difficult. Das ist wenig Break. Am Anfang geht es ein bisschen nach rechts. Also gut, es hebt es ein bisschen auf. Vorne dann ab dem letzten Drittel zieht er rüber. Okay, ein bisschen mehr. Jetzt rum. Now this round finishing strong. Back-to-back birdies now at 15 and 16. And he moves to 15 under. We make our final turn back up toward the clubhouse as we come to the 590-yard par 5 17th. Getting on here in two is no sure thing, especially given all the bunkers that pop up along the way. So, auch in der ersten Runde haben wir dieses Grün nicht mit dem zweiten erreichen können. Da haben wir den schön links zwischen die Bunker gesetzt. Da war aber die Fahne ganz hinten rechts gesteckt. Diesmal steckt sie auf der linken Seite. Das macht es natürlich etwas einfacher, über rechts zu kommen. Und wir haben Rückenwind. Habe ich eigentlich an der Stelle schon erwähnt, dass mir dieser Platz Spaß macht? Nee, also ich muss ehrlich sagen, wir haben hier eine richtig schöne, saubere Scorekarte mit 6 Birdies. Da können wir uns echt nicht beschweren. Und die 17 werden wir ja hoffentlich auch uns eine Birdie-Chance zumindest herausarbeiten. Und die 18 müssen wir einfach ein bisschen konsequenter beziehungsweise, ja, ich sag mal, überlegter spielen. Aber das sollte uns gelingen. Aber es ist auch immer wichtig beim Golf, immer der nächste Schlag ist der wichtige. Und man sollte eben nicht schon irgendwelche Sachen auf der Scorekarte notiert haben, die man noch nicht erreicht hat. Also, deswegen konzentrieren wir uns hier auf diesen Schlag. Und erstmal auf die 17. Und wir werden hier versuchen, möglichst weit links, damit wir den Bunker hier aus dem Spiel nehmen. Yep. Und dann hauen wir das Ding hier runter. Ja, jetzt fliegt er doch leicht rechts, aber das dürfte nicht das Problem sein. Okay. Haben wir wieder die 300? Ah, 298. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Naja, ist natürlich jetzt schon verführerisch zu versuchen, da über den Bunker zu kommen. Aber ich würde ihn viel lieber hier ablegen. Mit dem Eisen 4. Der wird dann hier rechts ins Slope runtergehen und dann haben wir eigentlich gute Möglichkeiten, den da hoch zu... Ich überlege jetzt gerade, dass wir den hier vielleicht sowieso Richtung Bunker spielen, weil der müsste dann auf jeden Fall den Kick nach rechts kriegen und rechts runterrollen. Soll aber auch nicht zu weit rollen, dass er nicht im Raff landet. Aber wenn er natürlich dann da rechts unten liegt, dann haben wir eigentlich einen guten Winkel, um das Grün, die Fahne anzuspielen. Ja. Ja, startet richtig, genau. Und jetzt noch ein bisschen rollen. Das Vierer lässt ihn rollen. Ja, das ist gut. Auch hier wieder, der Plan hat funktioniert und da darf er sich jetzt auch freuen. Genau.
60er Wedge, ein Finesse-Schlag. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Finesse-Schlag heißt, dass er wenig Spin bekommt. Er wird ein bisschen nach rechts springen. Die Frage ist halt, ob der von der Länge reicht. Der Wind sollte ihm ja eigentlich helfen. Aber auf 71 Yards dürfte sich da nicht so viel tun. Aber es geht 10 Fuß hoch. Das ist dann schon bemerkbar. Was passiert hier vorne? Da gibt es einen kleinen... Hier vorne gibt es eine kleine Welle, die uns einen Ball nach rechts drückt oder kicken lässt. Ansonsten ist eigentlich hier wenig, was passieren kann, wenn man mich fragt. Der Wind kommt eigentlich nicht so ins Spiel. Wir versuchen es trotzdem ein bisschen kürzer. Okay, was macht er? Da wird er hoffentlich keinen Backspin groß machen. Nein. Sehr schön. Okay, a little left to do, but safely on the green. Ja, jetzt freut er sich über drei gute Schläge. Und eine Birdie-Chance ist das. So, 4 Inches nach oben. Damit kommen wir auf jeden Fall hin. Am Anfang wird er nach rechts breaken und da oben wird er ein bisschen nach links. Ja, aber das wird dann nicht mehr so ins Gewicht fallen. Naja, wir möchten uns ja nicht beschweren. Wir hatten auch schon viele, viele gute Putts, die gefallen sind. No problems there. That's a par here at 17. And he's going to maintain that substantial lead. Here's a tough one to finish out our day at Riviera, the famous 475-yard par 4 18. This one cut right up against the side of the hill on the left. You'll need to keep something in the fairway here to have a good approach into that renowned 18th green. So, die Fahne steckt schon wieder hier hinten rechts, beziehungsweise hinten, aber diesmal glaube ich mehr rechts. Das erste Mal in der ersten Runde steckte sie etwas weiter links. Okay, die Erfahrung sagt uns schon mal, dass wir... Ja, okay, also hier jetzt in dem Fall haben wir ja Rückenwind, also versuchen wir den jetzt da oben reinzuschlagen und dass er dann die Kurve nimmt, dass er den Slope mitnimmt und dann rechts runterrollt. Dann kriegen wir vermutlich ein Eisen weniger, um ins Grün zu kommen. Das würde natürlich schon mal helfen. Ansonsten versuchen wir jetzt hier... konzentriert dieses letzte Loch noch zu spielen. Ja, der Slope hat nicht gepasst, aber er rollt trotzdem ziemlich da hoch. Ja, das ist natürlich klar, der Rückenwind, der hilft hier. Und 7 ist schon bemerkbar. Tough not to get distracted with the majestic amphitheater setting here at the 18th at Riviera, but be mindful, you must land the ball left of the hole to get it close. Genau, auf der linken Seite, weil er wird nach rechts rüberspringen. So, wir haben etwas Rückenwind, es geht aber auch ein bisschen hoch. Aber ich möchte definitiv auf dem Grün zum Liegen kommen. Nicht, dass wir wieder so einen komischen Pitch oder was machen müssen, sondern damit wir definitiv... Ja, damit wir definitiv putten können. So. Also, der Wind hilft uns ein bisschen. Aber es ist natürlich auch höher. Ja, wir machen das so. Fertig, das wird schon passen. Ja, ein bisschen höher anspielen, damit wir etwas schneller zum... Ja, ich mache trotzdem ein bisschen weniger. Ja, kommt aufs Grün und wird noch ein bisschen vorspringen. Okay. Sehr schön. Good shot. Safely on the green. And a birdie. Der ist ja völlig aus dem Häuschen, der Kollege hier. Wow.
Theoretisch ist das machbar. So. 3 Inches. Augenblick mal. Ja. Nochmal schauen. Ja, es geht schon ganz schön nach oben. 3, das wäre normalerweise 5. Okay. Und wir haben eigentlich so gut wie kein Break. Am Anfang geht es ein bisschen nach links. Und oben geht es dann wieder in die andere Richtung. Aber sehr, sehr wenig eigentlich. Ah. Zu schnell, da war zu schnell. Sonst hätte er das Break oben noch angenommen. Schade. Aber wir wollen uns nicht beklagen, nicht wahr? Denn in der ersten Runde haben wir ja noch das Bogey gespielt. Und hier spielen wir jetzt das Pärchen. And after the incredible round one, this will only be a score of 65 here in round two. So will this be the week that our featured golfer claims that first ever title? Frank, it's looking promising through 36 holes. It is, and to just make that final leap to become a winner on the PGA Tour. Well, that's what's in front. It seems simple, but the last bit is the most difficult. So that'll do it for my partner here in the tower, Frank Nabilo. For Nota Begay, Iona Steven, and all our crew, Rich Lerner is saying, we'll see you next time on EA Sports PGA Tour. So, hervorragend. 6 unter hier auf der zweiten Runde. Damit können wir mehr als zufrieden sein. Diesmal sind wir bogey-free geblieben und haben uns nicht an der 18 die Blöße gegeben. Ob jetzt natürlich ein ausgelippter Ball viel besser ist? Ja, natürlich, weil es war ja zum Birdie und es ist somit ein Pärchen. Und nicht wieder so ein komischer Pitch, der uns den Ball wieder 10 Fuß das Grün runterrennen lässt. Also, ich bin ja wieder mal sehr, sehr zufrieden mit dieser Runde. Ich hoffe, ihr auch. Wir gucken aufs Leaderboard, denn das Tolle ist ja, oder das Interessante, 65 hat hier vorne keiner gespielt. Es gibt eine 66 und die 65 haben wir also, denke ich, fast mit das beste Ergebnis gespielt. Wir schauen mal. Nee, ich sehe hier sonst keine 65. Soll also heißen, wir haben den anderen tatsächlich nochmal ein paar Schläge abgenommen. Jetzt haben wir einen 6-Punkte-Vorsprung oder beziehungsweise 6 Schläge sind wir in Front. Und da darf man sich natürlich nicht drauf ausruhen und darf es auch nicht zu sehr verwalten. Aber der Punkt ist natürlich ganz, ganz klar. Ja, mit 6 Schlägen kann man natürlich ins Wochenende starten. Denn den Cut haben wir selbstverständlich geschafft. Ganz klar, wir sind weit, weit weg von dem Projekt. Cutline von +2 und das freut mich. Also, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht hier bei uns mit der zweiten Runde der California Classic bei der Korn Ferry Tour, dem dritten Turnier der Saison im Riviera Country Club, dann würde es mich freuen, wenn ihr natürlich auch bei wieder dann das nächste Video euch anseht. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann einfach ein Abo dalassen. Ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare und auf eure Däumchen. Egal, ob nach oben oder nach unten. Ich freue mich immer auf Feedback. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, denn mir macht der Platz unheimlich Spaß, muss ich sagen. Und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.